Zeit für ein Duell. Ja, Moment, und herzlich willkommen, wir haben Karl. Dankeschön, dass du da bist. Wir spielen heute wieder eine Runde Yu-Gi-Oh! Und zwar wollen wir die Kampagne weiter spielen. Und zwar wollen wir die Kampagne Yu-Gi-Oh! Sechsel weiter spielen. Wir hatten beim letzten Mal entsprechend Kugel der Eins gespielt gehabt. Heute spielen wir ein Trio der Herausforderung. Das können wir natürlich überspringen. Wir benutzen natürlich unser Kartendeck. Ja, schauen wir mal, gegen wen wir spielen müssen und gegen wen müssen wir spielen. Na? Dr. Faker. Okay. Wir nehmen mal den Stein. Gewinnen sogar. Perfekt, auf geht's. Super, können wir als erstes anfangen? Sehr schön. Gut, dann schauen wir mal unsere Karten an, was wir bekommen. Du, was haben wir denn Schönes? Okay, wir haben DNA-Operationen. Kinetische Soldat, das ist schon mal sehr gut. Schneemann. Flammipachi. Und Staubtornado. Okay, Staubtornado können wir mal leben. Dann würde ich sagen, legen wir einmal Schneemann in die Verteidigungsposition. Den können wir den Effekt gleich ausnutzen. Und DNA-Operationen legen wir auf. Dann können wir gleich unseren Trick wieder ausprobieren, dass wir DNA-Operationen auf Krieger setzen und mit den kinetischen Daten dann im Prinzip ihn stärker machen. So, wir beenden den Zug. Und Dr. Faker, du bist dran. Was machst du? Okay. Mutter Grizzly. 1400. Nicht schlecht. So, dann sagen wir erstmal DNA-Operation. Setzen alle Monster natürlich auf Krieger. Wo haben wir Krieger? Da. Und du greifst an. Okay, Mutter Christi, kriegst einfach 500. Können wir einfach mal Mutter Christi zerstören. Weg damit. Kriegst einfach 2000. Okay. Okay, okay. Das können wir hier noch aktivieren. Staubtornado. Aktivieren wir einfach mal. Zack. Können wir deine Karte da zerstören? Hat mir so blocken, ne? Nee, doch. Stimmt. Perfekt. Super. Auf geht's. Okay, Monster auswählen. Machen wir. Ey, was hast du denn da? Oha, was hast du vor? Was hast du vor? Machst du deine Fusion hier oder was machst du jetzt? Spezialbeschwörung. Okay. Nicht schlecht. Doch, nicht schlecht. Was kommt denn da raus? Art 53. Okay. Wie stark bist du? Du bist ein 100er Monster. Wahrscheinlich hast du irgendwelche Effekte, die wir noch nicht kennen. Aber ist okay. Ist kein Problem. So, wir spielen den kinetischen Soldaten. Also, da jetzt alle Karten ja sowieso auf Krieger sind, können wir den Effekt von kinetischen Soldaten ja auch benutzen im Prinzip. Der kriegt ja jetzt 2000 ATK ja dazu. Also alle Karten können wir angreifen. Wir greifen mit kinetischen Soldaten einfach deinen Earth hier an. Zack. Und zack, 1900 Schaden. Wir haben ihn erstmal Schaden gegeben. Weil unser kinetischer Soldat hat ja jetzt 2000 ATK und Verteidigungspunkte mehr. So, Doc, was machst du? Oh, verräterische Schwerter. Okay, nicht schlecht. Das ist gar nicht so verkehrt. Wir hätten Copycat. Ne, Copycat können wir nichts mitmachen. Aber wir können unseren verteidigten Magen Ritter spielen. Wir messen mit Toka rauf da. Wir können zwar nicht angreifen, aber wir können ihn gleich in die Verteidigungsposition setzen. Dann haben wir auch eine Verteidigung. So, Doc, du bist dran. Was machst du? Du hast keine Karten auf der Hand, sehe ich gerade. Okay, liegt noch eine Karte verdeckt. Ruf der Gejagten, Mutter Christi. 1400, nicht schlecht. Aber kannst nicht viel machen. Mit. Oh, nächtlicher Strahl. Ja, den können wir doch mal aktivieren, würde ich sagen. Sehr schön, meine Karte von oben. Von dir. Zack, weg damit. Was ist denn das? Eine Fallenkarte gewesen? Eine Fallenkarte. Okay. Und beenden wir den Zug. So, deine verräterischen Schwerter sind dann gleich weg und wir können wieder angreifen. Ah, wird es wahrscheinlich gleich auch. Du machst für eine Fusion. Okay. Was kommt denn da jetzt raus? Okay. Liegt ein Monster verdeckt. Wir werden noch Menschfresser. Ja, Menschfresser könnten wir mal legen. Und dann beenden wir einen Zug. Wir können ja im Moment nichts machen. So, verräterische Schwerter sind weg. So, Doc, jetzt hast du verloren. Das sehe ich jetzt schon. Ja, lach nicht so. Du hast eindeutig verloren. Du willst nicht angreifen. Okay. So, wir hätten noch Flip-Pinguin. Okay, was machen wir jetzt? Ich würde mal sagen, wir könnten ja... Komm, wir greifen mit kinetischen Daten deine Mutter Grizzly an. Zack. Geben ihn 1050. Kommt nochmal Mutter Grizzly. Und mit den verteidigten Magerischer greifen wir an. Zack, da mal 200. Ja, Mutter Christi. Yep, yep, yep. Sei ich ja. Doc, du hast gleich verloren.
ein Angriff und du bist Geschichte. Oder kommt da noch was? Na, ich glaube das nicht. Du opferst Mutter Christi. Okay, du hast jetzt zwei verdeckte Karten da. Das sind Fusionskarten irgendwie. Okay, wir haben einen mystischen Raum zu finden. Können wir eigentlich mal aktivieren, würde ich sagen. Und zerstelle mal die Karte von dir. Na, die brauchst du auch nicht mehr. Was machen wir jetzt? Wir hätten noch Menschenfresser. Menschenfresser können wir nur, wähle ein Monster auf zum Spielfeld, zerstöre das gewählte Ziel. Das Problem ist nur, wenn Menschenfresser jetzt flippen würden, können wir nicht eine Karte von ihnen nehmen, weil wir können die nur zerstören, wenn die offen liegen. Das ist ein bisschen doof. Ich würde sagen, wir spielen Flammipatschina. 1850. Ist doch eine gute Karte. So, und greifen einfach an. Wir greifen mit kinetischen Dörtern auf die 3000. Ach, können wir zerstören. Kein Problem. So, dann kommt der Ritter hier auf die... okay, der kriegt mir Schaden. Ah, 800. Okay, Doc, das ist eine gute Verteidigung, aber ist kein Problem. Wir können jetzt Menschenfresser flippen, deine Karte zerstören, dich direkt angreifen. Wie möchtest du das? Du beendest deinen Zug. Ah, Doc, du hast doch einfach verloren. Du hast einfach verloren. Komm her, wir flippen um den Menschenfresser. Nutzen den Effekt einfach, zerstören deine Karte, zack, weg ist sie. Und greifen dich einfach locker flockig. Komm, mit Flammipatschi. Einfach direkt an. Die Limitpunkte. Bäm, und du hast verloren. Stopp. Ja, hast du so gedacht gehabt. Aber mit unserem Trick sind wir unbesiegbar. Gut, liebe Freunde, ich bedanke mich erstmal wieder, dass ihr dabei wart. Gebt euch ein Video und Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, aktive Glocke. Dexter mal verpasst. Würde mich mega freuen und mich mega schützen. Würde mich mega freuen, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Wenn das heißt, eine weitere Folge. Jubel. Dann bedanke ich mich erstmal und sag auf Wiedersehen. Ich habe gesehen, du warst noch nicht auf dem Weg. Aber los jetzt.